Gut, wir gehen nach unten. Jo, ich setze meinen Willen durch. Und der wäre jetzt auch eine Sackgasse gewesen. So, jetzt gehen wir hier nach oben rum. Das hier unten ist jetzt aber... Nee, das ist nur eine Kerze. Jetzt sieht man doch gerade auch komisch vor. So, dahinter geht's dann auf jeden Fall weiter. Also erstmal Gegner töten. Gegner töten. Hier. Haben plötzlich so viele Infizierte angerannt, das waren aber meine. Das war dein Bild. Können die gegnerischen Infizierten nicht eine andere Farbe haben? Ach, hier ist wieder Schamane. Mehrere. Bin mal nach hinten durchgerannt und hoffen, dass meine Krieger ein bisschen mitkommen. Ui, halt weg. Mit dir hinfahr. So, weg mit den Schamanen. So geht das nicht, die kommen jetzt alle zu mir. Lebt mal die Schlechte auf unsere Seite. Nicht genug Mana. Ja, ich weiß. Letzten Mana-Tank genommen. Letzte? Unterwegs lange keine mehr. Wie geht's weiter? Genau, hier ist dann der Gipfel. Es ist ja der Gipfel. So. Oh, jetzt haben wir das. Ich durfte noch welche im Inventar haben, aber normalerweise tausche ich die ja immer aus. Hier liegt einer rum. Ich habe auch noch welche, also was brauchst. Wer hat jetzt geknurrt? Hier ist eine böse Urne. Und nichts los. Ja, dann warte nicht zu lang. Ah, ah, oh. Scheiße! Also das durfte ich jetzt mal so sagen. Das war wirklich richtig Merde. Oh. Und dann heißt es dann auch mal ein Brand, übel Brand. Ja, das war übel. Und verdammt knapp. Ja. Ich habe eigentlich nur noch darauf gewartet, dass du stirbst. Ja, toll. Ich warte drauf, dass du stirbst. So habe ich das nicht gesagt. Ja, aber so ähnlich. Hätte ich gedacht, aber nicht gesagt. Da kann ich gerade im normalen Trank rum. Ja, ja, hier, bitte. Aber ich habe jetzt keinen aufgenommen. Ach so. Ich dachte, den lagen Mana Trank. Das war ein Regenerationstrank, den ich genommen habe. Nicht genug Mana. So, ach nee, das war der Champion hier, ne? Deswegen geht's nicht. So, gehen wir in die Richtung weiter. Hier ist ein Brunnen. Ausdauerschrein. Hier, Dinge darfst du nehmen. Ja, okay, danke. Schlechter Schamane. Gut, den nehmen wir den mal mit. Er uns ärgert. Nicht so nah ranlaufen. Die Höllenfürsten. Sie schlagen mich sonst. Ich sollte nur die mal fragen, ob die den Weg zum Portal kennen. Dann zeigen sie in eine Richtung. So, da ist wieder ein Schamane dahinter. Falls du ihn siehst. Ja, ich sehe ihn. Ja, fallen sind platziert, sehe ich gerade. Hinten ist auch einer. Nee, ist ein schlechter, ganz normal. Ne? So, nochmal Fluch auf dich. Ach, und die Fallen gehen auf den falschen. Ey. Ja, das ist dann... Schade ist das dann, ne? Ja, dann setze ich die halt ganz dahinter, dann gehen die sowieso auf dich. Jetzt ist er weg. So, ich fluche das auch mal rein, weil ich nicht weiß, was... Hier sind noch drei in der Ecke. Ach, nee, zwei. Jetzt kommt hier von rechts. Infizierter. So. Hier unten ist... Hier ist ein ganz normal. Amnruhe, ne, liegt da rum. Wo? Die böse Urne haben wir hier auch noch. Wo? Wo denn? Links unten. Da bist du. Ah, hier. Kämpfst du noch? Was drücken, wenn du willst. Bleib doch eh bei dir auf. Und jetzt kommen meine natürlich nicht mit zum Kämpfen. Doch, die Skelette sind vorne. Aber die anderen, die sind beschäftigt. Irgendwas. Ich schaff die auch so. Ich brauch die nicht. Ich schaff die Kommt immer mit dir vor.
blöden Figuren. Macht, was ich sag. Kann hier aber nicht wahr sein. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ein starker Mana-Trank. Und das war's. Schon wieder Schamanen. Sind noch irgendwo einer hier mittendrin irgendwo, ne? Oder waren das nur schlecht? Ach, hier unten ist noch einer. Hab mich erwischt. Er hat mich gesehen und mich abgeschossen. Hinten ist auch noch einer. Zwei. Zwei, ja, okay, da ist wieder festgefroren. Nichts sehen. Da machen wir ein Skelett draus. Ich wollte gerade mal Ruhe genießen. Da taucht ihr auf. Oh Gott, so schöner Ansatz von Ruhe. Das ist jetzt infizierte Ruhe. Nicht genug Mana. Ja, ich weiß. Hier vorne war dann, ging es dann nicht weiter? Keine Ahnung. Und warum wolltest du hier vorne nicht weitergehen? Ich bin jetzt einfach nach außen gegangen. Ach, von ist ein Gegner. Ja, von ist auch noch so eine schöne große Fläche. Vielleicht wäre da ein Platz für ein Portal. Wenn wir immer hier vorne sind, kann man den Weg das noch da gehen. Und hinten lang machen. Und den Champion an. Hä? Und Champions. Warum bist du auch da hinten weitergegangen? Ich dachte, wir gehen jetzt hier hinten lang. Nee, hier vorne ist ja noch ein kleines Stück. Nimm meine ganzen Krieger hin. Sind die bei dir? Nee. Nee, bei mir ist keiner. Keine Ahnung, dann sind die dann. Ich sehe sie gerade alle, nee. Ich bin jetzt stur, ich geh zu vor. Hier geht's zum Eiskeller. Gut, hier müssen wir da nicht lang. Ich weiß eben auf dem Weg über bloß ein paar Meter nach hinten laufen, aber ich nicht machen. Hier ist nämlich das Portal, so. Ja. Siehst du? Aber er hat mir die Champions nicht gehabt. Ohne mich braucht also irgendwas ist lange. Irgendwas ist das hier komisch. Wieso? Ja, weil es so. Eigentlich standen gerade 8-9 Monster, aber ich habe so wenig gesehen. Ach, wer weiß. Mana Trink habe ich auch kaum, liegt wenn es so ein bisschen was. Hier liegt mal. Jetzt habe ich doch voll Mana. Du weißt doch, ich gehe meiste Wege immer nach außen. Ich hab dir noch Mana rausgeschmissen. Ich brauche keine 5. Mein Gürtel ist aber voll. Nimmst du im Inventar keine mit? Ich nehme nur Gürtel. Ich wechsle die ganze Zeit nur den Gürtel durch. Mehr mache ich nicht. Ich nehme nie aus dem Gürtel, ich nehme immer aus dem Inventar. Ich nehme nur aus dem Gürtel. Ja, das habe ich jetzt auch verstanden. Hast du mir genug gesagt? So, jetzt müssen wir doch nochmal zurück. Warum? Ja, weil ich nur noch 3 Monster habe. Ach so. Auch Leichen. Aber sonst kommen nur die Skelette mit zu den Ohren an. Ist das denn schlimm? Die anderen überleben doch eh nicht so lang. Die haben mehr Leben als die Skelette. Die überleben länger als die Skelette normalerweise. Die sterben eher durch die Zeit. Ja, das meine ich doch. So nur 3 Minuten. Ja. Die Ohren sind doch direkt da oben. Ach so. Du gehst doch hoch, drückst auf das Buch und dann den Altar. Ach so. Und dann kämpfst du gegen die Ohren. Deswegen macht es jetzt schon Sinn, nochmal die Armee kurz aufzufrischen. Ja, Meister. Genau, so will ich das hier hören. Mana. So, haben wir hier oben noch was.
Hier ist noch schlechter. Und jetzt killt diese Viecher einfach mal. Greift dir irgendwas an? Wahrscheinlich schon, ne? Bitte? So, mal den Schaman zurückgeholt. Steht da mitten bei den Gegnern und wird angegriffen. Nicht genug Mann. Trinken. Aufnehmen. So, hinten haben wir noch eine Schamane. Da ist noch eine Schamane. Kann ich den nicht? Weil ich keine Mana habe. Jetzt geht's. Bin schon gewundert. Du gehörst zu uns. Er gehört zu uns. So, also von mir aus können wir dann ruhig. Lauf mal los, ne? Lauf so. Laufen, laufen, die Zeit läuft. Sie drängt. Ein paar werden unterwegs auf jeden Fall sterben, das weiß ich. Aber nicht direkt auf dem Altar drücken, ich muss auch oben sein. Sonst funktioniert es wohl nicht. Sonst kann ich, glaube ich, nicht mehr hoch. So. Oder nee, das Quest beginnt von vorn. Die Ruhestätte der Urart. So, darf ich? Darfst. So. Jetzt haben wir nämlich hier. Du bist immun gegen Blitz, dann ist immun gegen Feuer. Jetzt war ich tot. Du bist immun gegen Kälte. Ich war tot. Was so. Heißt, ich war? Ich bin. Aber der hat zwei Schläge, die haben mich verfolgt und tot war ich. Du kannst jetzt aber nicht hier hoch. Ich bin in der Stadt. Ich kann kein Portal öffnen. Glaube ich. Doch, aber ich glaube, wenn du durchkommst, dann. Ja. Ah ne, weil ich Portal geöffnet habe, zurückgesetzt. Achso, okay. Und dann kann ich zumindest mich erstmal holen. Und mal meinen Gürtel noch auffrischen. Aber ich bin nicht schnell genug weggekommen. Die haben mich verfolgt und halt auf mich draufgehauen. Ja, dann stell ich erstmal unten hin. Ich drücke jetzt drauf. Nee. Ja. Ja, dann drück. Ist ja nicht so, dass ich so lange warten kann. Und gut, das sind meine, haben die auch irgendeinen Fluch ausgesetzt. Na toll. Erinnerst du nur gegen Blitz, erinnerst du nur gegen Feuer? Nee. Dann nimm erst einen Blitz, weil also zwei sind immun gegen Feuer. Gut. Weil ich sehe jetzt niemanden, ist jetzt noch fallen. Einfach nur Blitz. Ich sehe Korlik und Talik. Genau, der Madafk ist der, der immun gegen Blitz ist. Und noch habe ich 10, 8 Krieger. Golem ist ja der, den ich immer wiederbeleben kann. Ich mache immer nur 1 Fluch. Muss die auch machen. So, jetzt hole ich mal kurz den Golem zurück. Der war nämlich fast tot. Madaf steht ein bisschen außen, Korlik fast zur Hälfte, Talik auch. Das wird knapp. Weil die sind nämlich auch verdammt schnell. Ja, ist schon. Neuen Skelettkrieger. Das Problem ist, dass mein Feuerkolum auch gegen die Bild nichts machen kann. Das schon. Und solange er sich hinstellt und die bei sich behält, geht es ja immer noch, wenn die uns nie angreifen. Das ist das Einzige, was er gerade machen kann. Komm, wenigstens die Beten erstmal weg.
Den dritten kriegen wir vielleicht noch irgendwie. Aber ich habe meine neuen Skelette sind noch da. Der Kolik sieht schon mal gut aus, den habe ich auch im Mauszeiger. Talik auch, sind beide ungefähr gleich. Wohl haben wir gerade wieder weg. Ah, oh, der ist grün. Der ist so blau. So, komm, Kolik. Und? Komm, hast du weg. Stimmt. Weg, weil der hat Feuerverzauberung. Wie weit die geht. Der ist weg. Talik. Ist auch gleich weg. Ja, jetzt auf Blitz. Ah ne, Feuer, Feuer. Jetzt musst du Feuer setzen. Man darf. Jetzt kann auch mein Golem wieder mitmachen. Jetzt freut er sich. Man kann der stöhnen. Ja. Ich stehe da und fluche. Immer mal wieder. Und warte ab, was passiert. 8 Skelette sind's noch. Oh, was ist denn? Das ist ein Stück nach oben gelaufen. Ja, ich sehe wieder. Ein bisschen. Ich glaube, ich habe auch ein bisschen was abgekriegt. Ja, Spektralschlag und Blitzverzauber. Ach so. Und da hatte ich so einen Blitz erwischt. Guck mal, die gehen an dir vorbei. Zumindest bei mir. Die fliegen gar nicht. Das ist auch selten in meine Richtung. Wo seid ihr denn dort? Da, Golem neu. Wer hat nämlich auch diese Verfluchungszauber nicht? Was die anderen. Was einer von den beiden anderen hatte das ja. Jetzt ist er fertig. Sehr schön. Komm. Hier kriegst du nochmal einen Fluch. Auffrischung. Und? Juhu! Mann! Schafft! Darauf ein Nieser! So, jetzt. Natürlich haben die nichts fallen lassen. Aber jetzt können wir ja bloß weitergehen. Findet Bals Thronsaal. Im Weltsteinturm Stufe 2 gibt es nochmal ein Portal. So geht das auf, jetzt sind wir drin. Wir müssen erstmal einen Weg nach unten finden und dann. Und dann ins Portal. Aber jetzt würde ich erstmal in die Stadt gehen. Okay. Denn das haben wir geschafft. Oh, waren wir gut. Das hätte sie aber doch die ganze Zeit schon mal machen können. So. Dann bin ich der Gott deiner Heilung.